Hessischen Landtag. Und es ist auch gut, dass von diesem Parteitag ein klares Signal ausgesendet wird zur Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch. Es ist in den letzten Jahren ohnehin schon so gewesen, dass diese Verleihung, diese Medaille immer mehr zur Selbstbedienungsveranstaltung der CDU geworden ist, wenn wie vor ein paar Jahren der stellvertretende CDU-Vorsitzende, der Vorsitzende der CDU die Medaille überreicht. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, dass ausgerechnet Roland Koch eine Medaille bekommt, die nach einem antifaschistischen Widerstandskämpfer und Gewerkschafter benannt ist, ist eine bodenlose Frechheit und vollkommen inakzeptabel. Ausgerechnet Roland Koch, der ausländerfeindliche Wahlkämpfe geführt hat, den die jüdische Gemeinde zu Recht vorwarf, sein Wahlkampf unterscheide sich kaum von dem der NPD, der schwarze Kassen als jüdische Vermächtnisse deklarierte und der die Gewerkschaften bekämpft hat, der Personalabbau vorangetrieben hat, der ausgetreten ist aus der Tarifgemeinschaft. Ausgerechnet er bekommt die Wilhelm-Leuschner-Medaille. Ich sage euch, für den Schaden, den Roland Koch in diesem Land angerichtet hat, sollte man ihn in Regress nehmen und ihm keine Medaillen auch noch dafür verleihen. Roland Koch hat 2008 ein Plakat drucken lassen, Ypsilanti al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Und Tarek al-Wazir war es, der damals zu Recht nach einer Fernsehdiskussion Roland Koch den Handschlag verweigert hat, aufgrund dieses Wahlkampfs. Heute ist Tarek al-Wazir stellvertretender Ministerpräsident einer schwarz-grünen Regierung und trägt diese Würdigung mit. Und ich finde, das zeigt einmal mehr, wie die Grünen ihre Überzeugungen, ihre einzigen Überzeugungen in die Tonne getreten haben für die Koalition mit der CDU. Und deswegen sage ich, keine Koalition, keine Regierungsbeteiligung ist es wert, dass man seine Grundsätze derartig über Bord wirft und sein Programm in die Tonne treten kann. Wir haben die programmatischen Eckpunkte verabschiedet und wir sollten im Wahlkampf den Finger in die Wunde legen, die sozialen Missstände in diesem Land aufzeigen und Alternativen benennen. Zum Beispiel beim Thema Wohnen. Dass in Hessen nicht mal mehr 100.000 Sozialwohnungen hat. Das heißt, dass die Zahl der Sozialwohnungen sich in den letzten 25 Jahren mehr als halbiert hat. Dass die Menschen kaum noch die Mieten zahlen können, dass jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, als neue entstehen. Das zeigt, die Situation am Wohnungsmarkt ist nicht beschissen, weil die Flüchtlingszahlen gestiegen sind, sondern weil Bund und Länder versagt haben beim sozialen Wohnungsbau. Das ist die Situation. Und deswegen sagen wir, endlich mehr sozialen Wohnungsraum, Kampf gegen Leerstand und Kampf gegen Spekulation. Liebe Genossinnen und Genossen, in dem Frankfurter Stadtteil, in dem ich lebe, in Bockenheim, da wird gerade so eine Art Denkmal errichtet. Ein 140 Meter hohes Denkmal für das Versagen frankfurter und hessischer Wohnungspolitik. Das Denkmal, einige wissen, um welches es geht, heißt 140 West und ist ein Wohnturm in Frankfurt-Bockenheim. In den unteren Etagen dieses Turms entsteht ein Vier-Sterne-Hotel mit einem Ballsaal für 600 Personen. Oben drüber Mietwohnungen mit einem voraussichtlichen Mietpreis von bis zu 32 Euro pro Quadratmeter. Also wenn jemand Interesse hat von euch, ich glaube, es sind noch welche zu haben. Und in der oberen Etage 99 Eigentumswohnungen. In dem gesamten Areal entsteht keine einzige öffentlich geförderte Wohnung. Dafür weitere Bürogebäude haben wir ja noch nicht genug leerstehende in Frankfurt. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2016 hat die Stadt Frankfurt-weit 88 neue Sozialwohnungen geplant. 88 neue Sozialwohnungen. Und alleine in diesem Turm entstehen 187 Luxuswohnungen, die sich kein normaler Mensch leisten kann. Und das zeigt die Prioritäten dieser Wohnungspolitik. Und für die, die es sich leisten können, gibt es eine Winebank,
Es gibt einen 24-Stunden-Kurs, Herrenservice, eine Tiefgarage. Es gibt sogar einen Hundewaschplatz, damit die Hunde nach dem Spaziergang nicht das teure Apartment verschmutzen. Und jetzt ist das eigentliche, der eigentliche Skandal ist, das waren Grundstücke, die der öffentlichen Hand gehört haben. Das war nämlich mal die Uni im Amt. Das hat dem Land gehört, die haben es an die Stadt verkauft. Wir waren die einzigen im Landtag, die damals dagegen gestimmt haben, weil wir schon ahnten, dass es nichts Gutes bei rauskommt. Und diese öffentlichen Grundstücke, statt endlich sozialen Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnungsbau zu schaffen, hat man diese an einen privaten Investor verschabelt. Und was will ein privater Investor? Der will natürlich Geld verdienen. Das tut man nicht mit bezahlbarem Wohnraum für Familien, für Studierende, für Alleinerziehende. Sondern private Investoren wollen natürlich viel Geld machen. Und deshalb ist es falsch, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen, weil der Markt es eben nicht regelt. Wohnen ist ein Menschenrecht. Seit einigen Tagen wissen wir ja einmal mehr, wer die wirklich teuren Flüchtlinge in diesem Land sind, wenn man sich anschaut, wer sich so alles in den Paradise Papers findet. Und das Frappierende ist ja, dass diese Steueroasen nicht alle irgendwo im Pazifik liegen, sondern teilweise mitten in der Europäischen Union. Malta, Luxemburg. Und deshalb sagen wir, diese Praktiken müssen beendet werden. Die Steueroasen müssen trockengelegt werden, liebe Genossinnen und Genossen, weil den öffentlichen Haushalten so viel Geld dazu verloren geht, weil Reiche meinen, ihr Geld ins Ausland schaffen zu müssen. Und jetzt hat ausgerechnet der hessische Finanzminister Schäfer ja angeboten, dass Hessen die Paradise Papers auswertet und quasi die reichen Steuerflüchtlinge dann ermittelt. Und dann sage ich ausgerechnet die Hessen-CDU, die für zwangspsychiatrisierte Steuerfahnder steht und für schwarze Kassen. Ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, die klären das nicht auf. Die entdecken noch neue Anlagemöglichkeiten für sich selbst, wenn die das auswerten. Und nun ist es ja schlimm genug, wenn Privatunternehmen so vorgehen. Aber vollends skandalös wird es, wenn Unternehmen, die sich mehrheitlich im öffentlichen Besitz befinden, in Malta und in Luxemburg ihre Briefkastenfirmen haben. Und da reden wir natürlich von Fraport. Und deswegen sagen wir, bevor der hessische Finanzminister sich irgendwie aus dem Fenster lehnt und erklärt, bundesweit, er könnte hier die Steuern aus dem Paradies eintreiben, soll er lieber mal dafür sorgen, wie es das Unternehmen, wo er wirklich was zu sagen hat, dass dieses Unternehmen seine Briefkästen in Malta und in Luxemburg schließt und endlich gescheit Steuern zahlt, liebe Genossen. Also der ganze Politikwechsel, der ja im Bereich des Flughafens angekündigt war, ist ausgefallen. Terminal 3 wird gebaut, Nachflugverbot erweitertes gibt es nicht. Stattdessen hat man noch Lohndrücker wie Ryanair nach Frankfurt gelockt. Und bei der Steuervermeidung passiert auch nichts, bleibt die Regierung auch völlig tatenlos. Und ich finde, wir müssen deutlich machen, während Hartz-IV-Bezieher, während bei denen in den Schlafzimmern herumgeschnüffelt wird, ob sie vielleicht in einer illegalen Bedarfsgemeinschaft leben, während Hartz-IV-Bezieher bei jeder falschen Angabe Sanktionen drohen, bis hin zur Leistungskürzung, wird reichen Steuersündern auch noch der rote Teppich ausgerollt. Und da würde ich mir mal wirklich mehr wörtlichen Einsatz wünschen und nicht bei der Drangsalierung von Hartz-IV-Beziehern, liebe Genossen. Wir leben in einem Land, in dem die einen mit Wohnraum spekulieren, während andere kein Dach über dem Kopf haben. Wir leben in einem Land, in dem die einen hohe Profite machen und damit das Klima, die Umwelt und die Gesundheit anderer zerstören. Wir leben in einem Land, in dem jedes fünfte Kind in Armut lebt und in Städten wie Offenbach und Wiesbaden sind es noch viel mehr. Und in dem das reichste Geschwisterland dieses Bundeslandes, das reichste Geschwisterpaar dieses Bundeslandes, allein im letzten Jahr 1 Milliarde Euro aus BMW-Aktien bekommen hat. 1 Milliarde Euro Dividende aus BMW-Aktien allein in einem Jahr. Und da sage ich, nein, nicht die Forderung nach Vermögenssteuer, wie wir sie stellen, ist enteignen. Die Existenz von Milliardenvermögen beruht auf Enteignung, auf der alltäglichen Ereignung.
Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil ihre Rente nicht reicht. Dass Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass ein Schulausflug oder ein Kinobesuch nicht drin ist, weil das Geld nicht reicht. Dass Menschen den ganzen Tag arbeiten, am Ende des Monats zum Amt gehen müssen, um Aufstockung zu beantragen. Und dass die Krankenschwester, die einen wichtigen Job macht, kaum über die Runden kommt und in Angst vor Altersarmut lebt. Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, mit diesen Zuständen wird sich die Linke niemals abfinden. Ja, wir brauchen höhere Einnahmen und mehr Geld. Für Schulen, um sie zu sanieren. Es kann doch nicht sein, dass man in einem reichen Land Schulen auch daran erkennt, dass sie die marodesten Gebäude der ganzen Stadt sind. Wir brauchen Geld, um die Kitas auszubauen. Und da will ich nur anmerken, also die Landesregierung feiert sich ja dafür, dass 6 Stunden am Tag jetzt kostenfrei ist für die Eltern. Ich sag mal, ich könnte mit dem Vorschlag leben, wenn wir dann im gleichen Zug auch die 30-Stunden-Woche für alle in Hessen einführen, wäre das eine akzeptable Lösung. Aber da wir die nicht haben, ist es natürlich klar, dass die Eltern am Ende draufzahlen. Wir brauchen mehr Geld für den ÖPNV und für eine echte Verkehrswende. Dabei wir einen attraktiven, ganz wichtig einen barrierefreien und einen bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr braucht, der den ländlichen Raum nicht abhängt, sondern ihn bestmöglich versorgt. Und deswegen fordern wir auch und diskutieren auch, und das ist richtig, dass wir das aufgenommen haben, den Nulltarif. Weil Mobilität nicht abhängig sein vom Geldbeutel, sondern Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Und ich habe keine Lust, mir von Leuten erklären zu lassen, dass der Nulltarif unrealistisch ist, wenn wir in einem Land leben, wo es möglich war, über Nacht 3-stellige Milliardenbeträge bereitzustellen zur Rettung der maroden Banken. Da will ich mir nicht erklären lassen, dass der Nulltarif für alle in einem solch reichen Land unrealistisch ist, liebe Genossen. Ich will ein weiteres Thema ansprechen. Ich habe gestern ein Flugblatt gesehen vom Regierungspräsidium Darmstadt. In diesem Flugblatt wird ähnlich wie beim Glücksspiel oder ähnlich wie in einem Reisemagazin wird da geworben mit den Worten: Ihre Chance zur freiwilligen Rückkehr: Afghanistan, Pakistan, Türkei. 1000 Euro zusätzlich pro ausreisepflichtiger Person bei Ausreise bis zum 31.12.2017. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist so zynisch. Das ist so zynisch, Lebensgefahr als Chance zu verkaufen und dann noch 1000 Euro draufzulegen, wenn Menschen auch noch mitten im Winter dahin ausreisen, wo sie nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Und ich will anmerken, dass die Regierungspräsidentin, die das Regierungspräsidium Darmstadt leitet, ein grünes Parteiprogramm hat. Und ich finde, wir müssen sehr deutlich machen, in Afghanistan steigen die zivilen Opfer. In Pakistan werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Und in der Türkei sitzen Zehntausende Unschuldige in Haft. Das hat ja einen Grund, warum der Anteil der Asylsuchenden aktuell, der höchste Anteil aktuell aus der Türkei kommt. Rückkehr im Thron, Repression und Haft. Und deswegen, was wir wollen, ist Solidarität mit allen demokratischen Kräften der Türkei. Aber man darf doch nicht die Gegner Erdogans ihm auch noch ausliefern, indem er noch 1000 Euro dafür bietet, dass sie ausreisen, liebe Genossen. Sie haben sich an den Sammelabschiebungen nach Afghanistan beteiligt, obwohl sogar das Bundesverkehrsministerium vor Landungen in Kabul gewarnt hat. Und ich will euch noch was sagen. Die Hälfte der aus Hessen abgeschobenen Afghanen hat 14 bis 30 Jahre in Deutschland gelebt. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Film. Gabi hat da dankenswerterweise eine Anfrage gemacht. Abgeschoben wurden ein 29-Jähriger, der seit 26 Jahren in Deutschland lebt. Ein 52-Jähriger, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich finde, dass die Grünen das mittragen, dass Menschen in Lebensgefahr abgeschoben werden und dass sie sich beteiligt haben an der Verschärfung des Asylrechts, das ist ein Skandal und das ist ein Armutszeugnis für die Grünen.
wichtig, dass wir sagen, wir bleiben dabei. Wir wollen offene Grenzen für Menschen in Not und wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan, weil Menschen nicht in das viertgefährlichste Land der Welt ausgeliefert und abgeschoben werden dürfen und weil Deutschland verdammt nochmal auch eine Verantwortung dafür hat, Flüchtlinge aufzunehmen, weil wer Waffen in alle Welt liefert, wer sich an Kriegen beteiligt und wer an einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung mitgestaltet, der darf sich doch nicht wundern, wenn Menschen irgendwann gezwungen sind, zu fliehen. Und wir wollen nicht, dass das Mittelmeer zum Massengrab wird. Wir wollen Solidarität mit Flüchtlingen und offene Grenzen für Menschen in Not. Und ich bin froh, dass wir das auch so beschlossen haben. Nächstes Jahr ist die Linke 10 Jahre im Hessischen Landtag. Ein Grund zum Feiern, das werden wir auch. In dieser Zeit konnten wir einiges anstoßen und bewegen. Und ich finde, das zeigt eben, dass man sehr wohl aus der Opposition heraus was erreichen kann. In der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, mit den außerparlamentarischen Bewegungen. Ohne uns hätte es keine Abschaffung der Studiengebühren gegeben. Ohne uns hätte der Streik der Busfahrer, der Streik bei Amazon, die Forderungen der Pflegekräfte, Tarifflucht bei Schlecker, bei den Bodenverkehrsdiensten, der Poststreik und ganz viele andere sonstige betriebliche Kämpfe, die hätten ja gar keine Rolle gespielt im Landtag, weil ja niemand auf die Idee gekommen wäre, das überhaupt mal zum Thema zu machen, wenn Beschäftigte gegen schlechte Arbeitsbedingungen für ihre Rechte kämpfen. Auf die Tagesordnung gesetzt und wir haben die Beschäftigten eingeladen in die Landtagsdebatten. Die saßen dann oben auf der Tribüne und haben sich angehört, wie im Landtag diskutiert wurde. Und deswegen finde ich, alleine deshalb, um diesen betrieblichen Bewegungen, um gewerkschaftlichen Kämpfen auch weiter eine Stimme zu geben, muss die Linke wieder einziehen in den Hessischen Landtag. Bewegung im Plenarsaal des Hessischen Landtages Platz genommen. Leider nur 2 Tage. Nicht auf der. Aber auch das ist natürlich eine wichtige Arbeit gewesen. Ohne uns gäbe es ja gar keine Fraktion, die antikapitalistische Positionen vertritt und die den Kapitalismus nicht als Ende der Geschichte sieht. Ja, ich finde, wir können schon offensiver sein mit unserer Kapitalismuskritik bei allen konkreten Vorschlägen, die wir so machen. Aber ich finde, wir könnten schon auch grundsätzlich auch unsere Kapitalismuskritik vortragen und deutlich machen, wir wollen kleine Schrauben drehen, aber wir wollen auch eine ganz andere Gesellschaft. Und eine andere Welt wird sich nicht durchsetzen lassen, wenn wir Eigentums- und Besitzverhältnisse so lassen, wie sie sind. Und deswegen, natürlich haben wir die Vision einer grundsätzlich anderen Gesellschaft. Und wenn Menschen immer nur für das gekämpft hätten, was unmittelbar realistisch erschien, dann hätten wir heute auch kein Frauenwahlrecht. Von daher sollten wir uns nie einreden lassen, dass unsere Forderungen unrealistisch sind. Genossinnen und Genossen, hätte es den NSU-Untersuchungsausschuss wohl nicht gegeben. Viele Fragen wären nicht gestellt worden, viele tausende Seiten Akten wären nicht gelesen worden und Andreas Temme wäre wohl auch nicht der Lüge überführt worden. Es ist unserer Arbeit zu verdanken, dass diese Aufklärung stattgefunden hat. Und ich will daran erinnern, dass es CDU und Grüne nicht mal geschafft haben, für die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses zu stimmen. Und stattdessen haben sie der Behörde, die wie keine andere durch ihr Handeln für die eigene Abschaffung geworben hat, dieser Behörde haben sie 50% mehr Stellen gegeben in ihrer Wahlperiode. Diese Behörde namens Landesamt für Verfassungsschutz oder wie wir auch gerne zu sagen pflegen, Nulpenverein. Und wo über 40 V-Männer des Verfassungsschutzes im direkten Umfeld des NSU waren, zeigt, dass der Verfassungsschutz
eben Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und wie richtig unsere Forderung ist nach Abschaffung des Landesamtes für Verfassungsschutz und aller Geheimdienste. Ich will zum Schluss kommen. Ich finde, eine linke Parlamentsfraktion muss sich auch immer daran messen lassen, ob sie dazu beiträgt, soziale Bewegungen, gewerkschaftliche Kämpfe zu stärken, ob es Streiks sind, ob es Blockupy ist, ob es die Proteste am Frankfurter Flughafen sind oder der Kampf gegen rechts. Und 2018 ist die Landtagswahl und ich finde, wir sollten bis zum letzten Tag darum kämpfen, dass eine offen rassistische und nationalistische Partei wie die AfD nicht einzieht in den Hessischen Landtag. Und das Wichtigste dabei ist, die AfD klein zu halten, ist, dass man nicht ihre Forderungen und Parolen übernimmt, wie es die Union an vielen Stellen getan hat. Denn wer die Forderungen und Parolen der AfD übernimmt, der schwächt sie nicht, sondern die macht sie erst stark. Der gräbt ihnen nicht das Wasser ab, sondern der sorgt für ihren Erfolg. Und deswegen ist für uns das Entscheidende, und da stehen wir als Partei, dass wir jeder Form von Rassismus, von Geschichtsrevisionismus und von diesem reaktionären Gedankengut, dass wir dem etwas entgegensetzen. Durch Argumente in den Parlamenten, aber vor allem auf der Straße, wirklich sich den Rechten entgegenzustellen und dafür zu sorgen, dass Rassismus, dass Faschismus nie wieder Platz in dieser Gesellschaft haben darf, liebe Genossinnen und Genossen. Wieder und dass sie stärker in den Hessischen Landtag einzieht.